Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute vor der LMU bei einem Obststand, den Sie alle sicherlich kennen. Geführt wird der Obststand von Didi. Dieter Schweiger, schön, dass wir mal bei dir vorbeigucken können. Wunderbar, freut mich, ja. Du wirst ja von vielen als Unikat, als Münchner Unikat bezeichnet. Fühlt man sich auch so? Als Münchner fühle ich mich auf alle Fälle, weil ich bin in München geboren, bin also ein waschechter Münchner. Also Unikat würde ich bezeichnen, dass jeder Mensch eigentlich ein Unikat ist. Jeder verkörpert das, was er sein möchte, was er rausbringt und wie er gut drauf sein will. Und da bin ich halt in meiner Weise der Schweiger Dieter. Unikat ist ja jeder. Man kann ja hier wirklich zu jeder Tages- und ich würde beinahe auch sagen Nachtzeit, was natürlich dann irgendwann auch mal abends zu Ende ist, für dich auch vorbeikommen. Du bist immer da. Seit 1984. Seit 1984, ja. Wie oft bist du mal nicht da gewesen in dieser Zeit? Also wenn ich irgendwelche Werbegeschichten gemacht habe, dann war ich nicht, aber krank war ich noch nie. Ich muss Gott sei Dank sagen, in 36 Jahren keinen einzigen Tag gefehlt, weil ich krank war. Das habe ich einfach, die Natur hat mich geschaffen, dass ich gesund bin. Ja, also denn ich meine, so ein Tag wie heute, jetzt haben wir 3 Grad, da ist schon zapfig und wir kommen aus einem relativ warmen Sommer. Man sieht es dir noch an. Ja, also ich bin sonnengebräunt und muss aber jetzt schon gestehen, ich habe heute schon meine lange Unterhosen, passend zum Thema. Ja. Ich fahre mit dem Radl zu meinem Standl und fahre mit dem Radl wieder heim. Sprich, ich muss also bestens vorbereitet sein und lange Unterhosen und gestrickte Socken, die habe ich jetzt schon. Heute im Oktober, Das klingt zwar ein bisschen komisch, aber dafür bin ich heute auch nie krank, weil ich Obacht gebe. Wenn du jetzt sagst, du kommst mit dem Fahrrad hierher und fährst mit dem Fahrrad nach Hause, ich meine, so wirst du deine Produkte hier nicht herkriegen. Wie machst du das von deiner Infrastruktur her? Ich brauche also privat kein Auto. Ja. Ich bin also schon mal ganz der Öko-Fritz, der Öko-Didi, aber mein Bruder kauft einen und der kauft dann miteinander ein und dann muss ich nicht selber einkaufen. Also ich brauche den Weg zur Großmarkthalle hin und zurück brauche ich gar nicht. Und ich wohne in Heidhausen, also ich kann mit dem Radl bedenkenlos hin und her fahren. Da kann ich wirklich aufs Auto total verzichten. Und das heißt, dein Bruder hat den Stand da drüben? Wir sind zwei Brüder und wir haben links und rechts abgedeckt. Die LMU ist im feste Schweigerhins. Dein Bruder war aber vor dir da? Ja, der war ein Jahr vor mir da. Und als du dich dann hier auf diese Seite gestellt hast, hat er da nicht ein bisschen Konkurrenzgefühl gehabt? Bei uns gibt es keine Konkurrenz. Bei unter Brüdern gibt es nie ein irgendwie Konkurrenzkämpfe oder völlig wurscht, wir machen alles miteinander. Auch also schmeißt ihr dann eure Einnahmen zusammen oder geht das separat? Aber jetzt vergesse ich die Teile. So interessant. Nein, wir sind zwei Brüder und zwei Brüder werden nie über Geld. Wir machen das alles super schön miteinander. Ja, schön. Und dann kauft er ein und du gehst rüber und holst die Kisten rüber? Nein, also so einfach mache ich es meinem Bruder nicht, der muss schon rüberbringen. Nein, das passt schon, der kommt rüber und wir machen das miteinander. Wir bauen den auf. Wir sind quasi eine Firma. Eine kleine Münchner Firma. Ist er der Ältere? Oder? Der Ältere, ja. Der hat auch die Chefmanieren. Also das eineinhalb Jahre, die 450 Tage, wo er älter ist, oder 500 Tage, die lassen sich oft raushängen, aber im positiven Sinne. Wenn du jetzt aber doch einen Schnupfen kriegen solltest, verbunden mit Fieber, wer würde denn an dem Tag deinen Standl weitermachen? Den Gedankengang gibt es gar nicht, weil ich ja immer da bin. Also bis ich ins Rentenalter gehe mit 90 oder 95, bis dahin bin ich nicht krank und das weiß ich jetzt schon. Und dann brauche ich mir keine Gedanken machen, wie er da steht. Es ist keine Lösung B da. Nein, braucht man nicht. Ich fahre mit dem Radl, da fahre ich nicht runter, kann keinen Autounfall haben, weil mich keiner zusammenfährt. Und krank bin ich nicht. Die Einstellung, die man hat, dann wird man nicht krank. Ja. Ich bin also beim Hautarzt, weil alle immer sagen, der hockt immer in der Sonne und genau das. Feierrohr im Sommer, aber ich bin beim Hautarzt jedes Jahr. Also ich gehe schon mal im Winter, wenn ich Pause mache, zu alle Ärzte, lassen mich durchchecken. Also meine Leberwerte, meine Lunge, alles, weil man auf der Straße steht. Meine Lunge ist in Ordnung, auch meine Haut ist in Ordnung, das sagt der Hautarzt immer. Ich habe gerade Pause gehört. Was, im Winter machst du eine Pause? Im Winter nicht immer, aber ab und zu mache ich im Winter mal ein paar Wochen zu. Ja, das schon. Ja, wenn es also so richtig schneit und so. Ja, im Winter nicht, aber man braucht ein bisschen Abschalten. Man muss Sachen erledigen, die Wohnung auf Vordermann bringen. Und Urlaub auch. Genau, Urlaub, abschalten. Jetzt gucke ich mir deinen Standl so an und erstmal natürlich mit Laienaugen und sehe sehr viele bunte Farben natürlich, weil du die verschiedensten Obstsorten und Gemüsesorten hier hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Profi wie du
diesen Aufbau doch noch ein gewissen Prinzip macht. Wie stellst du deine Produkte dar, damit du schönen Umsatz machst? Also, wenn man einen Obsthandel macht, dann habe ich immer das Gefühl, man muss es gescheit machen. Entweder gescheit oder gar nicht. Ja. Also, so halbherzig nur drei Produkte hinlegen und dann rauswuchen, das liegt mir nicht. Also, ich mag immer Obst, Gemüse, Südfrüchte, alles kunterbunt gemischt. Die Leute sollen das Gefühl haben, da kriegt man alles. Aber zum Beispiel, dass hier die Äpfel liegen, ja? und die Orangen und da oben die Kiwis. Würde es einen Unterschied machen, wenn du die Kiwis dahin packst und die Weintrauben nach oben? Ich könnte mir vorstellen, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Da machen wir Gedanken, das muss optisch schön sein. Und was geht am leichtesten? Das muss da in der Mitte drin sein. Die Äpfel gehen sowieso, das sind Selbstläufer, die Äpfel da sind. Es wird immer wieder farbenfroh, kunterbunt gemischt sein und dann macht es auch Spaß zum Aufbauen und zum Verkaufen. Ja, jetzt haben wir Herbst, was geht da besonders gut? Ja, jetzt waren die Weintrauben die ganze Zeit, vorher Kirschen, die sind aber weg. Weintrauben ist jetzt gut und dann schon langsam Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen. Es sind die Leib von der Wiesen alle geschädigt, Wiesen krank und der Wetterumschwung. Es braucht Vitamin C, Kiwi, Orangen, Limonen, Zitronen, Ingwer, ist jetzt drin. Aha. Aber auch die Mango. Jetzt bist du ja nicht der Einzige, der in der Stadt Obst verkauft. Und es gibt ja die Supermärkte und das ist ja nun mal eine Konkurrenz für dich. Was würdest du sagen, was für dich sozusagen den Unterschied ausmacht? Warum kannst du leben, obwohl es die Supermärkte und diese Art der Konkurrenz gibt? Das ist jetzt der Vorteil bei mir, dass ich auch schon 36 Jahre mache und ein lebensfroher Mensch bin. Also stelle mich auf das ein und überlege, ich muss mir grundsätzlich überlegen, wie schaffe ich es, dass Leute bei mir einkaufen, obwohl es beim Supermarkt billiger ist. Und da kann ich bloß drei Schlagworte hinausbrettern. Das ist einmal Qualität. Also ich kann nicht billiger sein wie der Supermarkt, aber ich kann besser sein. Qualität, Freundlichkeit und dann kommt da Ehrlichkeit dazu. Ich kann also meine Kunden binden, indem ich total ehrlich bin zu ihm. Inwiefern ehrlich? Ja, Beispiel, da kommt, ganz egal wer, kommt vorbei, sagt er, die Grüße, ich möchte Avocado heute Abend essen. Mhm. Ich möchte Avocado heute Abend, also muss sie reif sein. Das kann ich als Kaufmann zwar kurzfristig überlegen, den verkaufe ich jetzt zur Unreife, mache mein Geschäft trotzdem, aber der kommt ja nicht mehr. Ja. Also sage ich, habe keine reife Avocado, dann kommt das nächste Mal wieder. Wenn ich natürlich eine habe und die schmeckt super, ist das Optimum. Ja. Also Ehrlichkeit geht schon an, sind die Mandarinen schon saftig und wenn ich weiß, die sind nicht saftig, dann sage ich nicht, die sind saftig, sage ich ja, dann nehmen wir Orangen. Ich kann es immer nicht umschreiben, ich muss ja nicht sagen, nein, die sind schlecht oder nicht. Schlechte Sachen verkaufe ich ja nicht, aber es gibt schon von der Saison her bedingt Früchte, die halt besser schmecken, wenn sie ausgereift sind, als wenn es Ende der Saison ist, also am Anfang. Also Ehrlichkeit gehört unbedingt dazu. Ja. Freundlichkeit ist für mich ein Grundprinzip, weil ich bin ein lebensfroher Mensch. Und man muss immer erkennen als Verkäufer, der Kunde kann überall kaufen. Aber wenn er bei mir gekauft hat, weggehen und muss sagen, jetzt habe ich was Gutes gekauft. Und er muss sagen, der war saufreundlich. Also, und ich meine, Ehrlichkeit erkennt man natürlich jetzt auch daran, dass du sagst, woanders gibt es das billiger. Ja, das sagst du ja, sind deine eigenen Worte. Ich sag, es gibt billigere Arten der Obstsorten, aber nicht dieselbe. Und nicht die Qualität. Genau. Also vielleicht gibt es auch beim Supermarkt bestimmt einmal Sachen, die genauso gut sind oder besser. Mag ich gar nicht, aber ich muss einen Kunden binden, indem ich hochqualitative Sachen habe, freundlich bin und ehrlich bin. Und wenn ich das mache, dann kommen nach wie vor Leute zu mir und kaufen auch Obsthandel ein. Ja, und ich meine, es gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr, dass der Verkäufer mit einem redet. Ja, genau. Im Supermarkt. Das gerade ältere Leute schätzen das total. Ja. Man hat das Paradebeispiel gesehen, früher die Kramerläden. Ja, genau. Mulchfrau Kramerläden, die haben alle ein Geschäft gemacht, die Leute haben einkauft, waren begeistert. Dann auf einmal sind die Supermärkte gekommen. Ja. Dann hat die Tochter von der Mama gesagt, du, beim Supermarkt kostet die Mulch ja 20 Pfennig weniger. Damals noch Pfennig, 20 Pfennig weniger. Hat Oma gesagt, ui, oder Mama, ui, ist zum Supermarkt gerannt, dann war sie an der Kasse gestanden, dann hat der Nächste schon mit dem Wagerloch schon mal sie aus dem Geldbeutel das Kleingeld rausgeholt hat. Keiner hat gefragt, wie es ihrem Mann geht, ihrem Hund geht, ihrem Kanarienvogel. Und auf einmal wollte sie wieder zur Mulchfrau zurück, aber die Mulchfrau hat es leider nicht mehr gegeben. Ja, weil das mehrere Leute gemacht haben, dann sind die Kramerläden, die Mulchfrau, sind gestorben. Der Fernsehhändler, der noch repariert hat, hat auf einmal kein Fernsehen mehr verkauft, also große Konzerne gibt, wir machen jetzt keine Werbung, große Konzerne, die einen Fernseher einfach billiger verkauft haben. Aber kommen nicht auch manchmal Leute hierher, um einfach nur zu quatschen? Freilich.
Das gehört dazu, logisch. Aber ist das nicht manchmal auch geschäftsschädigend, wenn die da so... Nein, der Kunde oder der Schmerzer, der mit mir sich unterhalten will, der muss das schon checken, dass der Verkauf vorgeht. Ja. Aber ich werde niemand drängeln. Und wenn ich einen Kunden bediene und mit dem ein bisschen ratsche, dann muss der Kunde schon sehr nett sein und signalisieren, er interessiert es. Aber wenn er da so neu belehrt, dann behandle ich lieber meinen Kunden anständig und rede mit ihm. Wie er es verdient. Ich könnte mir vorstellen, wenn einer so lange Obst und Gemüse verkauft, dass er dem Kunden schon bevor sagt, was er überhaupt will, ansieht, was er haben möchte. Ja, das kenne ich ja sowieso, weil ja Kunden lange zu mir kommen und dann weiß ich genau, wenn da kommt eine Banane. Oder was immer witzig ist, wenn sie zu mir am Stand kommen und schauen auf, dann weiß ich automatisch, oben hängen die Bananen. Dann sage ich immer Banane. Sagt er, woher weißt du das? Dann sage ich, das habe ich an deinem Magen gehört, weil er knurrt. Ja. Mach ich mir Gaudi. Sage ich, nein, wenn du aufschlagst, magst du eine Banane. Also man weiß bei den Kunden auch. Oder es gibt wirklich auch Kunden, die kommen und sagen, was nehme ich heute? Ja. Was ist gerade gut, was nehme ich heute? Das ist halt das, beim Supermarkt steht es drin und ja. Ich rede jetzt, Gott sei Dank, ich brauche gar nicht gegen Supermärkte reden. Ich kann bloß für mich reden, ja. Wie es macht, dass die Leute kommen. Also dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, was würdest du mir heute empfehlen? Heute darf ich auf alle Fälle die wunderbarsten Muskattrauben empfehlen. Schau mal her, probier's einmal. Kommen die Leute und picken sich ja, so? Ja, dürfen auch nicht wegreißen, klar. Weil die Frage ist ja immer, sind da Kerne drin? Da sind Kerne drin, ja, aber wenn er sagt, nein, ich mag keine Kerne, dann haben wir auch kernlose. Aber ein Muskattraube. Aber die sind richtig gut. Ja, die sind richtig gut. Ja. Das ist ja nicht bloß so dahergeritten. Die... Nein, kaufe ich. Die kaufst du? Ja, kaufe ich. Jawohl. Jawohl, da muss ich hinten zum Wiegen gehen, ist ja klar. Da wollte ich immer schon mal reingucken bei dir. Ja, genau, da geh rein. Jawohl, bitteschön. Ja, geh weiter. Du musst aber wirklich Obacht geben, weil da ist gefährlich und du bist ziemlich groß. Vorsicht oben, die Stange, jawohl. Oh ja. Die tut richtig weh. Also jetzt legen wir die jetzt auf. Ja. Und dann stellen fest, die kosten jetzt sage und schreibe genau 5 Euro. Jawohl. 89 Cent gibt es Mitarbeiterrabatt, weil du bist jetzt auch quasi ein sogenannter Kundenfang. Ja. Ein positiver, natürlich. Nein, 15, ich möchte 15 Euro zurück. Ja, ich sag ja. Ja. Genau. Einmal die 5. Sehr gut. Und einmal die 10. Vielen Dank. Sehr wohl. Magst du gleich essen oder daheim? Die können wir schon ein bisschen jetzt essen. Aber was soll ich dir dann ein bisschen waschen? Das kommt natürlich auch dazu. Ach so, am Gemüsestandl. Könntest du mir die waschen, ja? Die kann ich da waschen. Und jetzt kommt natürlich dazu, haben wir auch Papierdüten. Ja, das gehört auch dazu. Jawohl. Weil umweltschonend. Umweltschonend haben wir Papierdüten, die wir immer wieder hernehmen. Sie haben die wunderbaren Muskattrauben. Schaut mal her, wie die schön sind. Die sind legendär. Ich mache jetzt keine Werbung für mehr Standl, aber die gibt es wirklich bei mir. Die waren jetzt vorher ausgemacht oder hingelegt. Nein. Woher kommen die denn? Die kommen aus Italien. Natürlich muss man sich ein Wissen aneignen, wo die Sachen herkommt, wie sie angebaut werden, wann sie reif sind. Also der Kunde legt schon Wert darauf, dass er auch am Obststandl beraten wird. Ja. Zum geht er gern zum Dahlmeier, geht er gern irgendwo hin oder auch halt am Obststandl. Man braucht aber, wenn man hier ist, auch eine gewisse Lautstärke in der Stimme, damit die Leute einen da draußen hören. Gell? Also das habe ich mir angeeignet. Ich bin auch am Abend manchmal zu laut, wenn ich irgendwo bin. Da wird dann wieder zu mir gesagt, du bist da nicht am Obststandl. Ja, ja. Also ist ja klar, weil der Straßenlärm und die Leute stehen ja doch 2 Meter weg. Ja. Und da musst du halt ein bisschen massiver, intensiver reden mit denen. Aber das ist nicht so schlimm. Sag mal, wenn ich jetzt mal, ich habe mir deine Internetseite angeguckt, die gibt's ja, ne? Mhm. Und da gibt's auch so eine Abteilung, wo sich Männer und Frauen kennenlernen können bei deinem Obststandl. Ja, natürlich. Am Obststandl passieren die witzigsten Sachen. Dass ich mit meinen Kunden langjährig nicht nur über Früchte rede, ist klar. Da waren wir im Biergarten zusammengeguckt am chinesischen Turm. Dann hat einer gesagt, du, die wir könnten noch bei dir am Obststandl wunderbar so ein Dating-Portal erstellen. Und da kommen dann die Leute, Mandel und Weiberl. Das Prinzip war, wir wollen Wohnräume in München schaffen. Weil in München gibt es einen Haufen Singles. Ja. Und die nehmen natürlich, jeder hockt in der Wohnung drin. Sitzt in der Wohnung drin und dann haben wir Wohnungsnot. Und wenn wir das ein bisschen, wenn wir das zusammenbringen, Mandel und Weiberl oder ganz egal wen, ist ja völlig wurscht, wenn wir das zusammenbringen, dann wird da eine Wohnung frei. Also hier soll man sich treffen, um dann eventuell einen Partner zu finden. Genau, und dann machen wir auch sogar einen Beitrag drüber. Wir stellen den einem vor, der sagt dann, ich bin der Hansi und suche die Maria und suche ein nettes Mädel. Ich glaube, da ist ein Kunde. Der Helmut, das ist der Helmut, ja genau. Der Helmut, der kriegt jetzt von mir sogar. Okay, danke. Ganz witzig was. Helmut, grüß dich. Da, schau her.
Na. Also das kriegt der Helmut da jetzt? Jawohl! Ah, der kriegt die Abendzeit. Jawohl! Helmut, ein schöner Tag, vierte. Ah, du verkaufst auch hier Zeitung? Nein, ich habe immer von Zeitungshändlern die Zeitung von gestern. Unser Helmut liest die Zeitung von gestern, als wäre, wenn sie von heute wäre. Das ist halt nicht ganz aktuell, aber einen Tag hinten noch. Ja. Das ist von Haus aus, da hätte ich meine jetzt nicht böse, einer, der ein bisschen hinten noch ist, also stört es auch nicht. Das war nicht böse geworden. Ist. Dem ist es wurscht, ob er heute oder gestern die Zeitung ich finde, der Kern müsste einmal hier rumkommen. Und einmal hier reingucken, wie es hier drinnen aussieht. Ich mach mal hier. Du meinst jetzt der Kameramann? Der Kameramann, ja, genau. Der Kern ist das, jawohl. Darf der auch reinkommen? Ja, logisch. Sehr gut, da kommt er rein. Denn das muss man ja einmal hier erlebt haben. Jawohl. Und hier? Grüß dich, jetzt kommt ein neuer Kunde. Banane bitte. Eine Banane wie gewöhnlich. Da, schau her, wir machen eine reife, aber nicht zu reife. Sonst gleich einen Hagel, aber kann, schau her. Wir machen wieder unser Fuchsgall. Altbekannt, altbewährt. Danke dir. Einen kleinen Moment, Fußgall zurück. Dankeschön. Schöner Tag, lass das schmecken, vierte. Hast du hier eine Heizung irgendwie drin, wenn es richtig kalt Nein, wird? Nein, es wird nicht richtig kalt. Dann habe ich zwei lange Unterhosen noch und zwei paar gestrickte Socken und warme Schuhe. Ja, also das. Und dann hat den Nachteil, wenn ich hinten eine Heizung habe, wenn ich dann vorgehe, weil ich bin ja meistens vorne, weil vorne spielt die Musik. Ja. Das sind meine netten Mädels, meine netten Kunden. Und dann ist der Unterschied von warm zu kalt schwerer zum Verarbeiten als wir. Ich zieh mich warm im Winter. Das ist wie auf dem Oktoberfest, wenn man immer in die Zelte rein und wieder rausgeht. Da wäre man krank. Das ist, und wir wollen ja nicht krank werden, weil wir keine Zeit haben dazu und keine Lust. Also. Und du hast natürlich hier immer junge Menschen, ne? Weil du direkt vor der LMU bist und die Studenten. Studenten sind generell jung. Es gibt auch Seniorenstudenten, das sind die Eltern. Und es wohnen auch sehr viele ältere Leute hinterm Eck, ums Eck. Aber generell sind also während dem Semester früh junge da. Ja. Und merkst du da einen Unterschied im Laufe der Jahre, wie die Studenten sich eventuell verändert haben? Die Studenten verändern sich natürlich, die gehen mit der Zeit mit, sind selbstsicherer, ja. Geldgeiler, karrieresüchtiger wie früher, wie vor 30 Jahren. Es ist wirklich so, dass heute also ein Student viel reifer ist wie vor 30 Jahren. Da waren sie fast noch übertrieben, jetzt fast noch Kinder. Ja. Jetzt sind sie halt schon zukunftsorientierte. Ja. Okay, jetzt lass uns noch mal rausgehen, Didi. Ja. Denn ich meine, für dich hat sich ja hier jetzt in den letzten Monaten einiges verändert. Und mit dem Umbau meinst du? Mit dem Straßending? Mit der Baustelle? Ja. Ja. Hier am Siegestor, gell? Ja, das wäre eine Großbaustelle. Denn im Grunde genommen ist das ja nicht dein Originalplatz. Nein, hier. Ich stehe ja ein bisschen weiter vorne. Ich stehe ja vorne am U-Bahn-Aufgang. Ja. Direkt. Und das hat sich also schon. Hat sich schon ein bisschen. Ausgewirkt, weil die Kunden weniger kommen, weil da vorne mehr Lauf ist. Aber ja, sieht man ja, die gehen alle dahinter. Aber es stellt sich wieder raus, ein guter Verkäufer, der muss aus dem Gegebenen das Beste machen. Also weiter lustig sein, weiter ehrlich sein und weiter Qualität verkaufen. Ja. Ich meine, du hast natürlich einen Vorteil. Ich glaube, dein Vertrag sagt, wenn da gebaut wird, musst du weg. Ja, ja. Also, da gibt es gar nichts zum Reden. Das ist alles ausgemacht gewesen. Und, ideal. Und die haben halt gesagt, den Didi, den können wir hier nicht wegtun. Du bist ein Original. Ich finde das wirklich schön. Und von dass daher hat die Stadt dir ja eigentlich hier eine gute Möglichkeit genau, geschaffen. Ich finde das wirklich schön, wie wir das zusammengespielt haben. Die sind wirklich rumgerannt, weil da hat alles passen müssen. Der Abstand zum Radlweg, der Abstand zu den Fußgängern müssen durchkommen. Es hat alles wunderbar geklappt. Das ist die Schöne miteinander, weil sie immer alle schimpfen, starr und stur und steif. Stimmt nicht. Ja. Die sind da wirklich gekommen, sind zu zehnt mit uns da rumgerannt und haben gesagt, da ist es am besten. Ob ich damit einverstanden bin, sage ich, in dem Fall muss ich wirklich froh sein, wo ich hinkommen kann. Ja. Passt. Naja, dieser Umbau soll so 5,4 Millionen oder so. Ja, du hast einen Haufen Geld kommen. Bäume hin, was schön ist, positiv. Ein Baum ist immer schön wie ein Autoparkplatz. Ja. Für die Grünen ist natürlich ganz gut politisch betrachtet. Die anderen schimpfen ein bisschen, die Geschäftsleute. Aber wen kannst du in der heutigen Zeit immer recht machen? Nie, klar. Olli. Klar. Jetzt bist du ein ausgewiesener 60er-Fan, gell? Ja, unbedingt, ja. Da stehe ich drauf. Ja. Also da stehe ich auch dazu, wollte ich sagen, nicht drauf, aber dazu. Aber ist ja nicht immer einfach, oder? Nein, 60er-Fan zu sein ist nicht einfach, aber ich bin positiv gestimmt. Ich weiß, dass wir irgendwann einmal im Grünwalder Stadion in der Bundesliga spielen, mit einem ausgebauten Stadion. Also ich hoffe, der Oberbürgermeister und die ganzen Stadträte hören zu. Mein Vorschlag wäre, das Grünwalder Stadion ausbauen auf 35.000 Zuschauer. Und Richtung erste Bundesliga marschieren. Und endlich mal das Geschiss mit dem
mit unserem Investor, mit dem Hassan Ismail, der war bei mir am Standl schon mal da, weißt du das? Ja, habe ich glaube ich mal gelesen. Ja, genau, der war mit. Ja. Und der hat am Standl gewirkt, dass man mit ihm reden kann. Ja. Darum ist mir ein bisschen komisch im Kopf, wenn ich mir denke, dass die nicht miteinander können. Ja. Ich würde mir zuhören, wenn der Ismail, der Investor und der Präsident von Sessing, der Reisinger, und ich, wir drei in einer Wirtschaft sitzen, ohne Kamera, ohne Medien, ja, im Hinterzimmer, und dann würden wir einfach reden. Mein Englisch würde reichen, weil der redet nur Englisch, der Hassan. Habe ich am Standl gemerkt, das ist lustig, der ist auch so groß wie du übrigens. Ja, ein Bragelmannsbild, der war hinten drin gestanden. Und ja, ich habe mit dem auch mal eine Sendung gemacht. Ja? Und also da kam so ein bisschen raus, dass er eben das Gefühl hat, was man ihm ja auch nicht absprechen kann, ja, er ist derjenige, der anschafft, er ist derjenige, der das Geld bereitstellt. Ja. Und durch diese 50-plus-1-Regel, ja, hat er... Ist er gehindert, ja, aber das hat er gewusst. Hat er nicht, ja, da hat er wahrscheinlich nicht richtig gelesen oder, ja, wurde nicht richtig beraten. Irgendwie war er da falsch beraten, das Gefühl, ja, er. Und er hat auch in der Saison, wo wir abgestiegen sind, hat er ganz schlecht gehandelt. Also da hat er alles zusammengekauft und zusammengewürfelt. Einen Trainer, einen portugiesischen Trainer und irgend von Liverpool einen Manager. Und das war, das ist nicht 60. 60 ist ein Arbeiterfrei in Giersing. Und wir brauchen zielstrebige, wir brauchen harte Arbeiter und keine... Die sind alle gut. Der portugiesische Trainer hat jetzt Erfolg. Auch, ja, der Typ von Liverpool, glaube ich, war da. Das ist ein brutaler guter Manager. Ja, ja, der war hier, genau. Genau, ja, der, ja, war kurz hier. Aber es hat halt einfach nicht geklappt. Und dann auch mit den Leuten, ja, mit den Spielern, die er zusammen gekauft hat. Eigner hat er gekauft für viel Geld. Das hat einfach nicht geklappt. Hast du dein Buch zufällig da, was du geschrieben hast? Freilich. Ich hab zwei Bücher. Warte, ich hol das. Ja, ich hol's dir. Da. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Logisch habe ich die Bücher am Standl. Jawohl. Schau her, das sind jetzt Münchner Obstandl-Geschichten. Verzapft vom Didi. Sehr gut. Wann hast du das geschrieben? Schon, na, das ist schon gut, 10 Jahre her. Das war das erste Buch. Ja. Das sind also witzige Sachen drin. Das bist du auch, oder? Das bin ich auch. Das ist meine erste Autogrammkarte gewesen beim Wetter. Ja. Wie ich Wetter, ja, moderiert habe, da war das meine erste Autogrammkarte. Dann ist das, da bin ich ganz stolz drauf, ein Ausweis vom Karl-Valentin-Museum. Gibt es ganz selten, ja, für Ehrenmitglieder. Da habe ich einen Kunden gehabt, das war ein Schwabe. Aha. Der kauft immer ein, hat er gesagt, du bist immer so lässig und gut drauf. Kennst du einen Ehren, glaube ich, wie heißt der? Mörike, wie heißt der mit Fernermann? Mit E. Ist so ein Geschichtsschreiber, ein Schwäbischer? Mörike, glaube ich, Mörike. Und ja, das ist auch nett. Ja? Da haben wir einen Wetterbericht immer mit allen Leuten gemacht, die vorbeigegangen sind. Wenn ich dieses Bild sehe, muss ich einfach mal fragen, was sind so die kuriosesten Geschichten gewesen, die du hier so erlebt hast? Hast du da. Weil es gibt ganz viele kuriose Geschichten, aber halt, wenn mich ältere Frauen zum Tee einladen oder aus dem Geschirr vom Krieg noch von ihrem Mann einen Tee bringen, die eine strickt man Socken, die andere macht man Marmelade. Also es gibt immer, nicht, dass die Frauen Einladungen, da können wir jetzt nicht drüber reden, weil das, glaube ich, kommt dann zu einer Zeit, wo noch Jugendliche hinzuschauen. Also es ist alles dabei. Wer hat das gemalt? Bist du das? Das hat der... Ach so. Der Bart Thomas hat das gemalt, der hat da ein bisschen mitgeholfen bei dem Bild mit dem Seehaus. Mit dem Buch, mit dem, das ist Seehaus, jawohl, der hat schöne Sachen drin. Ja. Aus Tambosi. Ja, Tambosi, genau. Das ist mein Neffe, der arbeitet beim Sedlmeier als Koch. Und da wird immer so nette Geschichten und sind sehr viele Geschichten von Kunden drin. Bist du mal verheiratet gewesen? Ja, so direkt nicht. Also. Direkt? Nein, direkt nicht. Indirekt ein bisschen immer wieder so, ja, so jahreweise, aber direkt nicht. Woran liegt's? Ja, es gibt Leute, die. Wie kann man das jetzt beschreiben? Die fahren gern in die Berge in Urlaub. Es gibt Leute, die fahren gern ans Meer. Es gibt Leute, die heiraten gern. Es gibt Leute, die sind ein bisschen gehemmt zu heiraten. Das bin ich. Weil. Liebst die Freiheit? Ja, das ist ganz schön, ja. Das passt ja besser zu mir. Jetzt kommt da der Hammer. Jetzt muss ich euch erklären, das sieht man im ersten Moment gar nicht, wie interessant das ist. Die stehen da in der Sonne, wie immer. Das war das Kamerateam. Haben wir immer witzige Gaudi gehabt. Und der Mann, der da steht, das ist ein brutaler Löwe. Das ist der Rudi Brunnemeier. Kennst du den vom Namen her? Ja, natürlich. Der ist auch ewig bei deinem Stand gewesen. Genau, der Rudi Brunnemeier hat seinen 60. Geburtstag, da bin ich total stolz drauf, bei mir am Obststandl gefeiert. Mittelstürmer von 60 München, von der Meistermannschaft. Mhm. Der hat seinen 60. Geburtstag gefeiert, dann haben wir mit ihm einen Wetterbericht gemacht und ist er gekommen. Rudi Brunnemeier ist leider schon verstorben. Hat auch damals ein bisschen Probleme gehabt, sagen wir mal ganz anständig betrachtet, mit dem Alkohol.
Und wer dann an dem Tag, das ist auch ein witziges Büdel, das ist der Reni Weller. Da haben wir hier einen Wetterbericht gemacht. Der Boxer. Der Boxer, genau. Der ist da in der Mitte, hat seine zwei Boxenluder dabei gehabt, wie man das so schön sagt. Und die haben zeitgleich eine Werbung gemacht für irgendeinen Oldtimer mit all die Autos, eine Ausstellung. Aha. Und dann haben sie gesehen, dass wir dran da. Also drehen, dran. Ja, 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 genau, und ja, sind passt, dann gekommen ja. Und haben gesagt, ob wir miteinander ein Pudel machen und da was. Da habe ich eigentlich lachen müssen, ich habe den Reni Weller viel muskulöser und bulliger vorgestellt. Ja, ja, aber ich glaube, der war leicht oder federgewichtig. Ja, der war, glaube ich, bis 60 Kilo oder so los. Ja, 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 ja. Und da ist natürlich meine große Liebe, 60. Ja, 60. Ja, ja, zu 60, das ist einfach. Die Haare sind ein bisschen kürzer geworden. Die Haare sind kürzer. Ja, ich habe gedacht, was mache ich? Lasse ich die Haare lang und der Verstand bleibt kurz oder kürze ich die Haare und der Verstand wird besser? Deshalb lieben dich ja die Leute aufgrund solcher Sprüche, die du auch raushaut. Ja, 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 man muss. Ja, Gaudi, das gehört zu mir dazu. Das Leben ist eine Freiheit. Das ist nicht bloß eine Geschichte, die ich im Internet mache oder im Fernsehen, sondern das ist mein Leben. Ja, ja, nein. Ich stehe in der Früh auf, bin gut drauf und schaue, dass ich am Abend ins Bett gehe und auch gut drauf bin. Ja, dieses gut drauf sein, das ist schon eine Qualität. Also das kriegst du. Das habe ich von meiner Mama mitgekriegt. Meine Mama ist ein Herzensfroh, lebt Gott sei Dank noch. Ja. Ein herzensfroher Mensch, immer schon in der Jugend gewesen, jetzt auch noch. Und von der habe ich das übernommen. Mein Papa ist ein bisschen ernster, aber korrekt. Also, es ist also keine Wertminderung für meinen Papa gegenüber, aber meine Mama ist einfach der Sonnenschein und das habe ich geerbt. Das ist ja sicherlich das Schönste, was man eigentlich haben kann. Ja, wenn ja, man, ja. Vor allem, wenn man zufrieden ist. Und wenn man sich nicht verstellen muss. Ja, ich muss mich also nicht verstellen, um beim Verkauf gut drauf zu sein oder in meiner Freizeit. Sitzt im Sommer im Biergarten oder geht zum Baden oder irgendwo, bin ich genauso gut drauf. Bevor du das hier gemacht hast, das fand ich auch ganz spannend. Da hast du Schwarzarbeiter. Ich war wirklich beim Arbeitsamt 10 Jahre lang und habe dort zum Schluss Ermittler, war ich Ermittler. Das macht jetzt der Zoll mit Schusswaffen und mit Nahkampfausbildung. Wir haben also keine Schusswaffen gehabt. Ich war wirklich ein Jahr, das letzte Jahr, bevor ich aufgehört habe, im Außendienst, habe dann Schwarzarbeitermittel. Schwarzarbeitermittel vorne im Extrablatt. Kennst du das Extrablatt noch? Ja, klar. Genau, da war hat der Michael Greder, den ich ja sehr kenne und schätze. Es ist nicht negativ, was ich sage, ist auch kein Geheimnis, was man, der hat halt vergessen, seine Leute anzumelden, weil er halt noch, der war Journalist oder ist Journalist und hat das erste Mal ein Lokal übernommen und dann hat er halt vergessen, die Leute rechtzeitig anzumelden. Das hat ihn ziemlich wehgetan. Ja, ja, ja. Ja, ja, und dann hat er auch sein Schwarzbau hinbaut, das haben wir alles kontrollieren müssen. Ja. Und dann war er am chinesischen Turm drüben, aber das war witzig, der Spüler Erzgün Ümenül bezieht Arbeitslosengeld und spült am chinesischen Turm. Dann hat es aber nicht gestimmt. Das gibt es auch. Aber man hat natürlich wahrscheinlich auch Leute rausfinden müssen, die diesen Job dringend gebraucht haben, oder? Entschuldigung, ist das? Ja, also Schwarzarbeiter, die dann halt diesen Job auch unbedingt gebraucht haben. Naja, ja gut. Die meisten haben schon beschissen. Also da muss man das klipp und klar sagen. Es gibt kleine Missverständnisse. Ich habe auch da vorne Sachen ermittelt, wo man dann mit Menschlichen auch was klären hat können. Aber sehr viele haben es halt aus finanziellen Gründen gemacht. Ja. Der Arbeitnehmer wollte nichts zahlen und der Arbeitgeber nur weniger. Und dann hast du gesagt, das will ich nicht mehr, oder? Nein, und dann haben sie eine Stelle gestrichen im Außendienst. Da war ich dann nicht mehr Ermittler. Dann bin ich mit dem Innendienst gekommen, habe Akten bearbeitet. Das machen wir dann, wenn ich ehrlich bin, als Erwachsener, kreativer, gesund denkender Mensch machen wir das ein bisschen zu wenig. Aktenbearbeiten. Das war nichts für einen Schweigerdieter. Aber warum ist eigentlich dein Bruder nicht auf die Seite hier gegangen? Weil hier rühm die lebensfrohere Seite ist und ich bin halt der lebensfrohere, also stehe ich hier rühm. Also wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich auch hierher gestellt. Ja genau, weil es einfach lebensfroher ist, da ist die Kunstakademie vorn. Freilich ist drüben der englische Garten und drüben sind auch die Juristen, aber die sind meistens ein bisschen steifer. Also bin ich, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass hier mehr Menschen vorbeikommen einfach. Ja. Ist mehr Umsatz. Ja, über Umsatz darf man jetzt nicht reden, du weißt das selber. Gaudi, Schmarrn, aber es sind wirklich mehr Leute da. Ja, ja, klar, das ist natürlich gut. Ja, Mensch, und was hast du für negative Erfahrungen hier mal gemacht? Also, negative Erfahrungen sind ungefähr in der Größe und das Positive ist größer als du. Also, über negative Sachen, es gibt keine negativen Sachen. Weil man kann einmal einen Bezirksinspektor haben, der nicht gut drauf ist, man kann einmal einen Polizisten gut drauf sein. Aber in der Summe sind sie alle gut drauf und man kann mit allen reden. Und das ist das Schöne. Hast du dir mal überlegt, hier so ein paar Tische hinzustellen? Ja, darf man nicht, darf man natürlich nicht. Aber man könnte ja viel mehr machen, man könnte Getränke verkaufen, Säfte verkaufen. Aber du hast für die Stadt München die Vorgabe, Obst und Gemüse in der Herkunftsform, also macht man das auch. Aber Smoothies könntest du doch verkaufen. Ja, auch nicht. Das ist ja Obst und Gemüse nicht in der Herkunftsform. Aha. Also
Es muss jetzt sagen. Aber könntest du doch mal versuchen, wem müsstest du das erklären, dass das Sinn macht? Nein, das mag ich gar nicht mehr machen die letzten Jahre, weil die Antwort wäre natürlich, als komm ich, möchte irgendwas verkaufen, was anderes. Dann kommt der Nächste, möchte Getränke verkaufen. Dann kommt der Dritte, sagt er, ich habe Schwammerl selber gefunden. Das geht einfach nicht. Einfach damit abfinden, was ist. Vielleicht in meinem nächsten Leben habe ich einen Gemüsestandl, wo man dann Smoothies verkaufen kann. Oder hast du ein Radio oder einen Fernseher da hinten? Ja, da haben wir wieder Probleme mit der GIZ. Da muss man natürlich vorsichtig sein, was also, ich jetzt sage. Also die Frage ist natürlich, aber ich kann es beantworten, ich habe schon 60, wenn ich spiele am Radio oder und schau so, klar. Wie holst du dir hier Elektrizität her? Wir haben einen Strom, wir haben einen eigenen Stromkasten. Ach so. War bei einer von wenigen Obststandl, wo wir einen eigenen Stromkasten gehabt haben. Und den haben wir. Und dann haben sie uns, weil wir ja mit denen super gut zusammen waren, einfach die Leitung verlängert und dann haben wir jetzt da einen Strom. Wenn die Stadt jetzt sagen würde, Didi, du bist so bekannt, such dir irgendwo in der Stadt einen Standl aus, wo würdest du dann sagen, dass du stehen möchtest? Ich möchte genau wieder an der Universität stehen. Genau da, wo ich stehe, möchte ich wieder stehen, weil das ist einfach die lustigste Mischung in ganz München. Ja. Drüben der Englische Garten, vorne die Kunststudenten, das ist auch wieder eigene Rasse. Drüben die Juristen, herrümde. Es ist alles da. Und dann, ich mag auch keine ältere Leute, mit denen komme ich super aus. Und die Mischung ist schön. Die sind auch die treuesten wahrscheinlich. Ja, das sind die treuesten, das muss man schon sagen. Ja. Machst du ja auch eine Zeitung auf deinem Internet? Die Didi-Zeitung, habe ich gesehen. Ja, ich mache immer ein bisschen Schwan. Wobei ich selber das ja gar nicht mache, weil ich gar nicht so internetstabil bin und gut bin. Aber spätestens halt immer sagen, du, das könnte man doch machen. Wir machen immer wieder Gaudi. Lauter Sachen, wo man die Leute heitern kann, lauter lustige Sachen. Also das Thema PR und Marketing, das liegt dir auch, ne? Also, ja, natürlich. Und da bin ich natürlich ein bisschen reingerutscht, da, ja. Weil ich gebe jetzt auch Schulungen, wie man gut verkauft. Mich buchen große Firmen. Aha. Und sagen dann einfach, das letzte Mal die Münchner Bank zum Beispiel. Da stehe ich vor 60 Bankern, 40 waren gemeldet, 60 waren da. Und dann stehe ich vorne und erzähle eine Stunde, wie man gut verkauft. Eben, was wir gerade machen. Das Menschliche rüberbringen, weil es ist ja völlig wurscht, was man verkauft. Man kann Äpfel verkaufen, Schuhe, Autos. Der Banker muss seine Investmentfonds oder irgendwas verkaufen, völlig wurscht. Ja, ja, das ist ein guter Verkäufer verkauft alles. Der verkauft alles, genau. Hosenträger, Schuhbandel, alles. Ja. Blitzerbleiter, alles. Und was erzählst du denen noch, wenn die da sitzen? Ich meine, wenn da die Banker sitzen und dann kommt einer vom Obststandel, könnte ich mir vorstellen, dass man denkt, also von dem brauche ich mir jetzt die Welt nicht erklären. Ja, das ist ja gerade das Lustige, aufgrund meiner Lebensfreude vermittle ich denen natürlich nicht das schulische Verkaufen und habe irgendwelche Karten, die ich rausziehe. Es sind einfach Geschichten, eben wie ich es schaffe, dass Leute bei mir einkaufen. Und da gehört die Freundlichkeit und das Reden miteinander dazu, das Nettsein, das Freundlichsein, weil der Verkäufer muss immer das Gefühl haben, auch der Banker, dass er abhängig ist vom Kunden. Der Kunde kann überall hingehen. Genau. Aber wenn ich freundlich bin und immer Qualität verkaufe, auch bei Versicherungssachen oder Banksachen, dann hat der das Gefühl, jawohl, der meint es ehrlich. Und wenn der Kunde meint, dann zahlt er manchmal ein bisschen mehr. Und gern sogar. Wenn hier so ein Kunde steht und was von dir kaufen will und du mit ihm ins Gespräch kommen willst, wie machst du das? Das merkt man sofort. Das merkt man sofort, für was sind die Trauben oder was magst du denn heute noch. Man merkt genau, ob der Kunde reden will oder nicht. Es gibt auch welche, die wollen wirklich nur einkaufen, das ist aber super. Ja. Dann kriegt er seinen Kauf und geht wieder. Also nicht super, aber das ist so. Aber die 90% der Kunden wollen reden. Die wollen also nicht bloß die Trauben kaufen, die kommen zum Obststandl, weil sie Geschichte erzählen wollen über Fußball, über die Beziehung, über Biergärten, über Veranstaltungen in München. Manche wollen auch bloß wissen, wie ich in München zurechtkomme. Also ich komme in München total gut zurecht. So habe ich mal ein Interview gerade gelesen von bekannten Münchnern, die dann sagen, München ist so oberflächlich geworden und so steif geworden und. Dann habe ich gedacht, ihr Deppen. Dann habe ich kurz gedacht, ihr seid ja, wenn ich mich mit Leuten abgebe, die so gesteuert sind, dann suchen wir halt andere Leute. Ja. Es gibt noch genügend gerade, ehrliche, lockere, auch wenn man im Biergarten hockt, Münchner, die wirklich witzig sind und gut drauf sind. Und was hältst du von denen, die sagen, wir wollen das alte München wieder haben? Das ist ein Schmarrn. Man muss mit der Zeit mitgehen. Das ist also, ich bin auch gern immer 60er-Fan, gern alte Möbel, alte Sachen, schöne alte München. Aber die Zeit rennt und rennt, der Mensch verändert sich. Also muss sich die Stadt auch mitverändern, klar. Aber man kann immer überall das Gute rausziehen. Und wenn man das Gute rauszieht, dann ist heute auch München sauschön und war früher schön und wird auch in der Zukunft schön sein.
es ist zu voll, es fahren zu viele Autos hier. Ja, das hört man ja oft. Das ist das Jammern auf hohem Niveau. Jeder jammert für Autos. Ich gehe mit dem Paradebeispiel voran. Ich habe kein Auto privat. Brauch gar keins. Fahr mit dem Radl rum, komm mir so gut vor, wenn ich im Biergarten mit dem Radl fahre. Grüß dich Gott, der junge, Mann, sein Apfel und seine Orangen verkauft hat. Der mag nicht ins Beutel, das kann man verstehen. Jawohl, das kann man verstehen, dann verkaufen wir das. Da schau her, grüß dich. Didi, jetzt ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, wie ernährst du dich denn eigentlich? Also nachdem ich ja immer pumpelgesund bin, kann man davon ausgehen, dass ich mich gescheit ernähre. Aber ich bin kein Veganer oder Vegetarier. Nichts gegen die Leute, die dürfen alle mal selber was wollen. Ich, eine gesunde Mischung. Ich kann ungefähr, wenn ich es prozentual ausdrücke, 80% Obst und Gemüse. Und der Rest ist, ich mag eine Schweinsachse, ich mag Wienerwürstchen, ich mag einen Leberkäse. Aber halt nicht so viel. Ja. Also ich mag eine Ratatouille ganz gerne, ich mag alle Arten von, seit ich mit diesem Obststand habe, mag ich auf einmal alle Gemüsesorten. Früher habe ich keinen Blumenkohl mehr, keine Zwiebeln, nicht so Mengen drin, ich mag alles. Also gehst du am Abend hier mal entlang? Da kann ich wirklich durch meine Gemüseabteilung durchgehen. Ja. Und dann stelle ich fest, heute machen wir einen Blumenkohl, ich koche selber gern, lasse auch kochen, weil ich zwischendurch ja doch Damenbesuch habe, die gern kochen. Aber dann mache ich mit dir aus, was gibt es denn? Rosenkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Ratatouille. Es gibt so viel an dem Obststandl dazu. Wo hast du dann Ratatouille? Ratatouille kann man zusammenstellen, indem man eine Aubergine, Zucchini, Paprika, Tomaten einfach mischt, kleinschneidet und dann gut. Und dann schön mischen. Genau, mischen und dann mit ein bisschen Knoblauch drin, Zwiebeln drin, mit einer Mehlschwitze. Bei mir war auch schon der Herr Schubeck da und hat dann nachgefragt, was er alles verkaufen könnte und kochen könnte. Ja. Weil ich bin ein bekannter Meisterkoch in München. Ach so? Witzig, Mann, Schubeck, das waren alle bei mir schon. Das war ein Gaudi. Das war ein Spaß. Ich kaufe dir alles ab. Das wäre schön. Wir liefern, Jörg. Wenn du alles kaufst, dann liefern wir. Und jetzt natürlich hier die Pumpkins. Ne? Das sind die sogenannten Hokkaido-Kürbis. Ja. Die sind also als Suppe. Und was halt das Schöne ist, als Verkäufer sollst du nicht bloß verkaufen, du musst ja wissen, wie man es zubereitet. Ja. Und das kann man ja fragen. Ich bin ja vom Arbeitsamt gekommen, habe ich keine Ahnung gehabt. Mein Bruder hat beim Dahlmeier gelernt, der hat natürlich eine wunderbare Vorkenntnis gehabt. Und ich habe mir dann das angeeignet, indem ich die alten Leute, meine alten Kunden, einfach gefragt habe, Frau Huber, wie kocht man den Kürbis? Ja. Dann hat mir Frau Huber gesagt, ich koste einen Kürbis so. Das ist Frau Meier gesagt, ja, das könnte man ein bisschen anders machen. Und dann wird immer wieder das Schöne gemischt und... Dann gibt es ja diese ganzen Kreuzungen mittlerweile, ne? von verschiedenen Obstsorten. Was sind das hier? Das ist ein Kaki. Kaki? Kaki, das ist also schon eine natürliche Frucht. Das ist nicht gekreuzt. Na? Aber die hier sind gekreuzt, gell? Gekreuzt ist zum Beispiel die Nektarine. Die Nektarine war eigentlich einmal ein Pfirsich. Da ist die Saison vorbei, das sieht man, die sind nicht mehr ganz so schön. Das war einmal eigentlich ein Pfirsich. Genau. Den Pfirsich hat man dann mit einem Apfel gemischt, dass die Schale, die Haut glatt ist. Und das ist dann eine Nektarine geworden. Ja. Und da gibt es mehr so Mischungen. Man kann auch Ananas und Melone mischen. Weißt du denn vom Klopfen her, ob die Melone frisch ist oder... Also klopfen tut man meistens die Wassermelone. Die kommen so richtig ab. Ja. Schau her, warte mal, ob wir eine da haben noch. Wassermelone. Wassermelone ist ausverkauft, weil die Saison vorbei ist, aber wir haben keine mehr. Ja. Ich habe welche gehabt, aber Wassermelone kann man schön klopfen. Und die muss dann bei der Honigmelone, das ist da der Hintern, ich sage immer, da ist der Hintern, den drückt man. Wenn es da ein bisschen nachgibt, und dann muss die Melone auch ein bisschen riechen. Ja. Wenn die dann ein bisschen süß riecht, und der Hintern federt, der Anschluss federn. Genau, dann ist die Melone schön reif. Ah. Und darf aber nicht zu weich sein. Aber das hat man, das lernt man. Okay. Weil ich schneide auch oft Früchte auf, um zu sehen, wie es dann ist. Ich muss also schon. Ein Fachwissen ist schon notwendig, um ein guter Verkäufer zu sein. Ganz egal was. Wenn dir die jetzt nicht abgekauft wird, was machst du zum Schluss mit den überreifen? Also wegschmeißen tue ich gar nichts. Ja. Generell verschimmelte Sachen. Das kann ja mal passieren beim Einkauf, dass verschimmelte Sachen in der Kiste unten drin sind. Die werden sofort entsorgt. Verschimmelte Sachen sollte man dem Kunden nicht verkaufen. Also das ist also ein Unduch. Aber wenn was eine kleine Stelle hat, eine kleine Dünn, eine Banane, eine kleine braune Stelle, ein Apfel, weil er runtergefallen ist, eine Dünn hat, dann schneide ich das aus und verkaufe es ganz billig für einen Obstsalat. Ja. Smoothies, Obstsalat, pürieren, Saftmaschine. Und da sind die Kunden froh. Ich habe Stammkunden. Das habe ich mir am Anfang angeeignet, weil mir das leid getan, in den Abfalleimer das reinzuschmeißen und einfach sagen, ich kalkuliere so, dass 10% weggeschmissen werden. Ja. Ich mag also am liebsten gar nichts wegschmeißen. Ich schenke es ja lieber her, bevor ich was wegschmeiße, klar. Ja, klar. Wenn ein Kunde kommt, der, wo ich weiß, der hat nicht so viel Geld, der kriegt dann noch ein Obsttüten geschenkt dazu. Der freut sich, macht einen Obstsalat, schmeckt dem und ich bin auch froh, dass nicht weggeschmissen wird. Absolut. Und da hat sich auch
hat sich auch der, zum Beispiel der Viktualienmarkt, der hat vor 20, 30 Jahren, hat man da nur schönste Sachen gekriegt. Junger Mann, hast du einen Wunsch? Nein, alles, everything okay. Wunderbar, der wartet nur. Der hat so Hilfesuchen geschaut, so ja. Hungrig, der hat hungrig geschaut. Nein, also am Viktualienmarkt, Entschuldigung, ja. Am Viktualienmarkt haben zum Beispiel früher nur schönste Sachen verkauft. Ja. Und was die schönsten Sachen verkauft haben, war es halt dementsprechend teuer. Mittlerweile kriegst du auch am Viktualienmarkt fast bei jedem Händler, hat der hinten eine Kiste mit Sachen, Papaya, Mango, die nicht ganz so schön sind. Die geben es zum halben Preis her. Die haben gelernt. Was er? Ganz, ganz wichtig und entspricht auch dem Zeitgeist. Ja, genau. Ganz logisch. Genau. Also Didi, an der Stelle ganz herzlichen Dank, ja, dass gerne. Wir mal hier bei dir in dein ja. Obstgeschäft reingucken konnten. Du warst herzlich willkommen und bist das jetzt auch noch. Und ja, und nicht nur wünsche ich dir weiter, dass du schönes Obst verkaufst, sondern eben auch diese super Stimmung, die du da hast. Die Gaudi und die Freude, die lassen wir nicht nehmen, auch wenn ich 90 bin und mit dem Rollator noch da stehe. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich mit 90 mit dem Rollator noch da stehe, keinen Zahn mehr drin habe und dann die Mädel immer noch hinterher pfeife. Das ist eigentlich meine Traumvorstellung. Wünsche ich dir. Ja, okay. Habe ich gefreut. Deine Trauben darfst du nicht vergessen. Nein, die stehen da. Du darfst der rückte Frau sagen, dass die bei mir gehabt hast, weil sie sehr gut sind. Jawohl. Hochqualitativ, ehrlich, qualitativ, hochwertig und das Leben ist eine Freude, das sage ich euch. Pfiat euch gut, es war eine Freude für euch, irgendwas zu erzählen. Geschichten aus dem Leben vom Obsthandel Didi. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.